Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Portal 2. Und wenn ich sage willkommen, dann meine ich natürlich willkommen zurück, weil wir waren ja schon mal hier, haben mit Lauda Schlitten gefahren, dann mit Wheatley Schlitten gefahren und sind dann mit dem Aufzug an die Oberfläche gefahren und haben musikalische Unterhaltung genossen. Ja, Portal 2 geht aber noch weiter, denn wir haben ja schon in einer der letzten Folgen gesehen, dass GLaDOS nach unserem Sieg über Wheatley nicht mehr alleine war, sondern zwei andere Kerlchen dabei waren. Und diese zwei Kerlchen werden wir jetzt spielen. Und wenn ich wir sage, meine ich ausnahmsweise mal nicht euch, sondern mein Koop-Partner Mr. Lasagne. Ja, schönen guten Tag. Von mir auch nochmal herzlich willkommen. Und die ganzen Sachen, die ganzen Phrasen, die man so halt zur Begrüßung sagt. Ja. Zum Beispiel, ich möchte dich heiraten. Nee, das ganz ist genau. Keine Phrase. Ach nee, stimmt, das ist keine Phrase. Na gut, los geht's mit dem Trailer, glaube ich, hier. Gucken wir uns den mal an. Man muss sagen, ich bin der dicke Blaue und der werte Herr Lasagne ist der Spargel. Ja, sehr, sehr toll. Ich freue mich ungeheim. Ungemein. Keine Ahnung. Unglaublich doll. Scheiße, mir fällt hier gerade alles auseinander bei mir zu Hause. Aber das Schöne ist, die Lautstärke ist in Ordnung. Ja, das ist sehr schön. Ne, weil ich hatte bei den ersten beiden Testaufnahmen das Problem, da haben wir über TeamSpeak gequatscht. Und beim Start von der Kampagne ist TeamSpeak dann immer so leise geworden, dass man den werten Herr Lasagne nicht mehr gehört hat, und wenn ich das dann wieder zurück eingestellt habe, ist Portal bei mir abgestürzt. Und jetzt machen wir es über Skype. Magst du mir mal gerade sagen, wie ich dich hier nennen soll? Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Ja, ich nenne dich Lance. Heute Vance. Testen wir mit einem Partner. Okay. Winkt eurem Partner zu. Spielgeschichte. Wir winken uns jetzt mal gegenseitig zu. Hallo. Hallo. Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Hilfe, ich falle. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Ping. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Und auch wie schon in den letzten beiden Aufnahmen ist mein Lieblingstier natürlich das Hühnchen. Gut. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Und auch wie bei mir schon in den fehlgeschlagenen Testaufnahmen, mein Lieblingselement ist natürlich das Quecksilber. Wirklich? Okay. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Ah, HG ist Quecksilber. Und AG ist Silber. Das mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Hey, nicht so schnell. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Doch, ich will als erstes die Portal-Gun haben. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pinkt jeweils die Stelle an. Hä? Was? Yes. Erhält zuerst ein Portalgerät. Gewonnen! Orange hat nun ein Portalgerät. Endlich! Jedes Portalgerät kann zwei eigenständige Portale erzeugen. Erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Ich bin schneller. Hey, leck mich! Ich war nicht bereit. Jetzt hier richtig fett irgendwie um die Kurve straven. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich muss mich wahrscheinlich hier raufstellen. Das muss ich mich hier raufstellen. Kalibrierung, Gewicht, Orange. Keine Abweichung erkannt. Was, wir sind gleich schwer? Aber ich bin noch zu klein und fett. Nehmen wir. Hopp. Bing. Hä? Das Portal ist wieder zu. Hier, geh durch. Keine Ahnung, was los ist. Ich muss da erstmal hoch. Nimm mal dein Portal weg. Hä? Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Jetzt darfst du durch. Dankeschön. Aber wir sind viel schneller als der alte Computer. Ja. Ich weiß. Hier ist doch bestimmt irgendwas mit einem Knopf. Da muss man rauf. Hey. Neue Würfelschalen. Ja, Gerichtete Würfel kalibriert. Keine Abweichung erkannt. Ach, Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Okay.
Das heißt, wenn du zu einem sagst, er liegt mit seinem Gewicht über dem Normalverhältnis, dann mag er das nicht so doll. Sein Gewicht ist praktisch nicht nach der Gauss-Glockenkurve normal verteilt. Fang den Würfel. Bitte. Gut gefangen, Orange. Nice. Hey, ich hatte noch gar nicht gefangen, als der das gesagt hat. Ja, hab ich gesehen. Wohin damit? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube dahin. Guck, das ist nämlich das Problem. Wie soll das denn gehen? Ich reiche dir den, glaube ich, rüber und du reichst ihn wieder durch. Nochmal bitte. Hallo? Hallo, warum passiert nichts? Ach, ich muss E drücken und nicht F. Jupp. So, jetzt gebe ich dir den hier durch das Multifunktionsfenster. Oh, dankeschön. Ein sehr schönes Fenster, muss man ja sagen. Ja. Ganz genau. Das in eine andere dagegen. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich weiß unsere Zusammenarbeit wirklich zu schätzen. Ja, sehr so schön. Bing. Wieder gesprungen. So, Portal ist offen. Simucho. So, und jetzt muss ich was machen von hier? Da keine Ahnung, drück mal den Button. Endlich. Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können. Hey, Konfetti. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. High five. Irgendwie geht das. Ich hab erstmal gewunken, ich hab keine anderen Möglichkeiten. Das gehört nicht zum Test. Stimmt. Ich hab, glaube ich, schon mal in die Runde gezockt, aber. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Wie geht das denn? Doch weiter mit den Tests. Du kannst bei Q auch normalerweise noch, also wenn später wahrscheinlich. Ich hab's jetzt auch. Diese Klatscherei ist doch eine wahre Errungenschaft. Ja, das ist sie. Wir haben beide verloren? Ja, anscheinend schon. Okay. Wir sind in den falschen Kampf. Ja, doch. Aufwärts, abwärts. 3 Tage wach. Der kommt bestimmt. Oh, wir werden auseinandergenommen und woanders hingebracht. Ja. Disassembled und dann wieder assembled, wie die Avengers sozusagen. Okay. Habe ich noch nicht gesehen, den Film. Hast du nicht? Nein. Blasphemie, ich glaube, es sagt. Ich habe kein Geld, ich muss mir irgendwelche Spiele kaufen. Ach ja, eigentlich habe ich dasselbe Problem, nur andersrum. Ich habe mir leider den Film angeguckt und kann mir jetzt keine Spiele mehr kaufen. Daher spiele ich kein Diablo 2, sondern eher Torchlight, weil das billiger ist. So. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte. Aua! Du Arsch! Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere? Nun... War das zufällig Wheatley und... Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Wheatley und die Testperson. Oh, Umarmung. So, hä? Ach ja, ich hab gar nicht die ganze Zeit auf meinem Account gezockt, sondern ich hab den mal, das darf ich gar nicht sagen, ich hab den mal an jemand anders weitergegeben. Nein! Moment, Testchamber 1. Aua! Ja. Oh, das wird ein sehr langes LP. Ich glaube auch. Knöpfchen drücken. 1, bitte. CC. Hopp. Tschüssi. Übrigens, ja, genau, was ich gerade sagen musste. Werbung, Torchlight, blablabla, angucken von mir. Ein tolles Spiel. Macht sehr viel Spaß. Und man hat einen Hundi. Und mein Hundi heißt, ich werde mal ihn spoilern, er heißt Batman. Batman. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Ja, Menschen sind ja auch. Hier dumm. Geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Warte mal, einen Tab für Partnerperspektive. Komm rein. Ich bin durch die Wand gefahren. Ich will die verdammte Kamera. Warte mal.
Stell dich mal eben wieder hier rauf. Nee, nee, warte mal, ich glaube, ich muss hier rauf. Wie kann das sein? Ja, bleib mal eben daraus stehen. Ja, ja, genau. Ich kann jetzt hier nicht Orange durch. Erhält 5 Kollaborationspunkte. Warte, bleib mal eben da drauf stehen, bitte. Kollaborationspunkte. So, und jetzt, nein, komm, geh doch mal einmal eben rauf. Ja, und jetzt kannst du durchkommen. Ah, der Hopp. Die erste J-Mode schon fast verkackt. Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Teddy geht nur einer in die Geschichte ein. Einstein und welcher Cousin? Achso, das soll wahrscheinlich die Anspielung sein. Keine Ahnung. Hey, raus aus meiner Kammer. Was? Hat jemand mit mir gesprochen? Hallo? Was ist bitte? Ich habe keine Zeit. Ja, geht. Rausschneiden, passt. So, weiter geht's. 10 Minuten habe ich noch. Hierhin, dahin. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Ich habe Kollaborationspunkte. Drück mal auf den Knopf da. Was macht der nochmal bitte? Ja, guck mal hinter dich. Da ist rot, dann mache ich hier gelb hin. Ach verdammt. Mach nochmal auf bitte. So, komm mal bitte durch da. Okay. Das kriegen wir hin. Doch ganz einfach. Dann sind hier irgendwelche Sachen, ich weiß nicht genau was. Wahrscheinlich werden wir ins Dingens gefallen werden oder so. Ja. Who knows? Oh Gott. Was bringt denn der Knopf? Ich hab keine Ahnung. Die Chamber machen wir auf jeden Fall noch. So, warte mal eben. Ich muss wahrscheinlich da oben hin und dann hier durch. Dann warte mal, bis das ausgelaufen ist. Okay, ist ausgelaufen. Und dann, drücken wir gleich den Knopf hier unten, gehen durch die Portale nach da oben. Okay. Okay, 1, 2, 3. Perfekt. Huch, was ist das? Das ist der Ball, der diese Tür öffnet. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Das bin natürlich ich. Quatsch. Ich habe ja wohl den kantenlosen Würfel gefangen, ja? Ja. Immerhin. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier aufnehmen werden. Naja. Gucken wir uns die nächste auch nochmal an und dann muss ich vielleicht echt nochmal auf. Ja, ja. Gibt ja immer wieder dumme Privatsachen zu regeln. Und demnächst geht auch Geld was frei los. Oh, ja, das wird schön. Wenn ich bis dahin Geld habe, natürlich nur. Könnt ihr mal ein paar YouTube-Milliarden verdienen. Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell tödlich. Moment. Ah, Verlaufs wäre dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Moment, ich mach das. Mach nichts. Jetzt lass den da stehen einfach. Jetzt machst du die anderen beiden Portale. In die Mitte, hier und da. Ey, das ist ja cool. Das ist nice, oder? Ja. Das ist nice. Oh, es geht auch früher. Okay, komm, den hier auch noch. Okay. Oh, Türme. Oha. Ich hab hier was gefunden. Warte mal. Entschuldige. Ja, warte, genau. Richte das darauf. Geht das durch? Nee, das geht durch. Jetzt muss ich nur noch was finden, wo ich. Das funktioniert schon mal. Ich weiß nicht, nur nicht, was das bringt. Hier hinten ist ja noch was.
Warte mal kurz. Warte mal, genau. Was soll das? Armtürme. Monster. Die gehören zu uns. Ja, aber die schießen auch auf uns. Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Ich will darüber. Aber was? Ah, warte kurz. Ich muss mein rotes hier nämlich hinmachen. Und dann musst du jetzt von hier genau nach da oben. Ah, perfekt. Ding. Yeah. Oh, wir sind so gut, Mann. Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Das bin natürlich ich. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Das ist doch Quatsch. Ich hab nur Mitleid mit dir. So. Am Anfang der nächsten Testkammer müssen wir dann auch diese Aufnahme schon wieder beenden. Eine Folge ist es bestimmt geworden. Und die ist bestimmt gar nicht so schlecht geworden. Das kannst du ja mal austesten. Ich werde erstmal noch die Rohdaten behalten, weil ich gleich noch zu einem Geburtstag muss. Oh, ein Geburtstag. Ein Geburtstag von jemandem, den du nicht kennst. Also ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Dann natürlich. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Oh ja, das bin wahrscheinlich ich. Ich kann das doch auch machen. Warte mal ganz kurz. Noch ein High Five zum Ende? Hey, das ist kein High Five. Naja, gut. High Five. Die Aufnahme. Ja, komm, High Five. Yeah. Eiffel Tower. Dann beenden wir doch die Aufnahme mal, ja, ne? Das tun wir. Du kannst ja schon mal gucken, ob das alles soweit synchron ist und so. Jo. Bla bla bla. Ja, dann später, ne? Bis zum nächsten Mal.